Die Warenhauskette Galeria steht vor einem Neustart. Das Insolvenzverfahren ist zum Monatsende aufgehoben, wie das Amtsgericht Essen mitteilte. 9 Filialen sollen im August noch geschlossen werden. Im September geht es dann mit 83 Standorten und etwa 12.000 Beschäftigten weiter. Die neuen Eigentümer wollen die Filialen modernisieren und die lokale Ausrichtung stärken. Im Kampf gegen die heftigen Waldbrände in Kalifornien gibt es noch keine Entwarnung. Seit Tagen wird auch mit Löschflugzeugen versucht, die Flammen einzudämmen. Erschwert wurde der Einsatz der Feuerwehren durch Wind und hohe Temperaturen. Etwa 145.000 Hektar Land sind verwüstet. Der Brand ist einer der größten in der Geschichte des Bundesstaates. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Ausgelöst wurde das Feuer möglicherweise durch Brandstiftung.